Ja, moinsen, meine sehr verehrten Brudingos, und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild im Race gegen Kleder. Absolut korrekt, und ich bin jetzt in der Cutscene von Schloss Hyrule, und das bedeutet, wir sind so gut wie durch. Aber ja. Ich meine, wir sind vor dem Finale. Es könnte der letzte Part sein. Mal schauen, wie schnell ich zu Ganon komme. Ja. Ja, ich denke, du wirst es heute entscheiden. Meinst du? Vielleicht auch erst morgen, also beziehungsweise im nächsten Part halt. Also für die Leute vielleicht sogar echt morgen. Ja, du dämliches Pferd, Alter, was? Nein, lauf doch nicht da links, da ist doch ein Wächter. Ich bin gerade in einem Schrein drin, in meinem, ich glaube, 22. Ja. Und hab hier gerade so einen Schrein vor mir, ich weiß nicht, ob du den gemacht hast. Es ist ein relativ kurzer Schrein eigentlich. Es geht erstmal darum, dass du mit einem Laser einen, einen Schalter treffen musst. Und dann kommst du quasi in einen zweiten Bereich, wo hier Wasser ist. Und auf dem Grund dieses Sees ist ein Schalter. Und ich habe hier ein Metallfass, ja genau. Den habe ich definitiv gemacht. Ja, der war nahe von Goronia, ne? Der, ja, kann sein. Irgendwo da. Auf jeden Fall, ich glaube zu wissen, welchen du meinst. Ja. Ich versuche gerade irgendwie dieses Fass im Wasser hochzuschleudern, dann fallen zu lassen und vielleicht fällt es dann tief genug, dass es den Schalter trifft und die Tür öffnet sich. Ich brauche definitiv noch Pfeile. Die sollte ich mir kaufen eigentlich. Mhm. Bevor ich jetzt auch zu weit ins Schloss reingehe. Obwohl, hier gibt's bestimmt auch, wenn ich an der richtigen Stelle bin. Ja. Och. Wie, meine Schildtasche ist voll. Ich hasse okay. Diesen Schrein. Kann man nicht Revali Sturm benutzen, um das zu skippen, Alter? Darfst du nicht. Na, ja, es geht ja generell nicht, aber es wäre halt schön. Ja. Oh, scheiße. Gab's denn im vorherigen Bereich vielleicht irgendein Objekt, das ich auf den Schalter bringen kann? Ich gucke mir das mal kurz an. Warte mal kurz. Vielleicht muss ich den Schalter nochmal treffen. Um das, um den Wasserstand zu senken. Ja, das kann sein. Das ist, ja, irgendwo, irgendwie, irgendwann. Drei antike Pfeile. Ja. Her damit, mein Brudi. Ah, komm schon. Oh Gott, das ist... Ich muss zugeben, ich gehe gerade die Route durch das Schloss, wie sie auch im Speedrun vor anderthalb Jahren benutzt wurde. Ich weiß nicht, ob sie immer noch aktuell ist. Ja. Da gibt es nämlich ganz geile Waffen, die hoffentlich sinnvoll sind. Ja. Okay, ich habe den Schrein gelöst. Ich musste das Wasser wieder senken. Ja gut, hätte ich auch von Anfang an eigentlich drauf kommen können. Vor allem, es ist halt so ein Metallfass, weißt du? Und eigentlich dürfte es ja meines Wissens nach nicht auf dem Wasser schwimmen. Das tut's aber. Deswegen ich erstmal dachte, okay, ich nehme das Fass, platziere es über den Schalter. Das Fass wird runterfallen aufgrund der physischen Voraussetzungen dessen. Ja, ist aber nicht passiert. So, nein, ich so weiß, ne, also ja. Das Fass ist schwerer als Wasser, deswegen fällt das Fass halt auf den Schalter. Ist es nicht, weswegen ich den Wasserstand senken musste. Und jetzt muss ich schnell gucken, dass ich vielleicht irgendwo nochmal an zwei Schreine rankomme. Du hast gesagt, es gibt einen Schrein im Kokiri-Wald, ne? Richtig. Genau, ich glaube rechts vom Baum, oder? War da nicht sogar was? So, wenn du den Baum anguckst, also auch den, ja. Genau, rechts vom Baum, es ist korrekt, richtig. Ja. Und es regnet bei mir übrigens schon real life wieder. Ach je, bei mir scheint die Sonne übrigens. Geil. Das ist richtig geil, also ich habe gerade die Erregung meines Lebens. Jetzt muss ich hier nur rüberkommen. Oh, fuck, Alter. Ja, warum nutze ich nicht das Kryo-Modul? Ich weiß es nicht. Und ich weiß, dass ich hier irgendwo in der Nähe meine erste Sternstuppe in Zelda gefunden habe, also in meinem ersten Playthrough von Bride of the Wind. Alter, das ist so OP, Digga, Alter. Hä, was denn? Oh mein Gott, ich habe gerade diesen schwarzen
riesigen Gegner überrascht von hinten und ihn gewone-hittet. Critical halt. Lol. Das war so heftig. Das ist zu geil. Lass dir bitte auf dem Weg noch einen Schrein sein. Shit, die haben mich entdeckt. Oh Gott, sind die flott. Ich meine, ich muss ja eh noch ein bisschen laufen, um zum Kokiridorf zu kommen, aber Krog, Dorf. Aber winkt ihn aber nix. Weil ich bin stärker als sie. Ich könnte schwören, dass auf dem Weg zum Krogdorf noch ein Schrein ist. Ich gehe mal auf den Berg drauf. Guck mich kurz um. Und kurz um. Vielleicht finde ich dann ein Schrein. Klingt gut. Ja. Wo muss ich jetzt nochmal hin? Ich habe eine Karte. Die ist zwar nicht super, aber die ist zumindest... Alter, es ist so krass, ne? Dieser Glitch, wo du halt schneller laufen kannst durchs Spam von B und dem Pfeifen. Ja. Du kannst halt echt Berge hochrennen, als wäre das nichts. Ja. Das ist voll abgewichst, Bruder. So, okay, ich sehe da hinten einen Schrein. Aber ich bin mir sicher, dass hinten Glück, auch... Du hast Glück, ich habe vergessen, wie man durch den... Was zur Hölle? Wie man durch den... durch das Schloss kommt. Ja, das ist schön für dich. Nee, es ist schön für dich und schlecht für mich. Ja, aber so kannst du dir das Schloss mal von innen angucken. Vielleicht hast du Bock, es zu kaufen. Auch wenn es schon derbe demoliert ist. Das leuchtet ein. Aber wie Hagrid sagte, als er auf dem Geburtstagskuchen von Harry saß, aber ich glaube, es gefällt dir trotzdem, Harry. Ja, Alter, was war das denn gerade? Asozial. Okay, also ich bin... Ja, doch, ich müsste eigentlich schon relativ weit am Krogdorf sein. Sehe da auch einen direkten Schrein in der Richtung des Krogdorfs, aber ja, mal gucken. Also ich glaube, das Krogdorf war relativ nordöstlich vom Hyrule-Schloss, ne? Meine ich mich zu erinnern. Ja. Das Ding ist, ich habe echt wirklich keinen einzigen Turm aktiviert, den man außerhalb des Tutorial-Gebiets findet. Keinen einzigen. Ich habe das ganze Gebiet unerforscht gelassen. Also. Ja. Ja, deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Klar, hier und da hätte es mir vielleicht geholfen, weil man halt eben ja eine große weite Sicht über das ganze Gebiet hat und so, aber... Ja, komm. Das passt schon so. Und ich sehe da hinten auf dem Wasser noch einen Schrein. Da laufen wir jetzt hin. Machen den. Und dann geht's für mich zum Krogdorf. Klingt gut. Ja. Was haben wir denn hier drin? Oh, Bombenpfeile. Sehr schön, die nehme ich mit. Ach, Mann, ey. Ja, ich lasse gerade gedanklich das Race Review passieren. Und es ist noch alles nicht entschieden. Ich will es nochmal sagen, ja. Ich gucke hier im Schloss rum, habe 3 Herzen, das ist nicht so viel. Ja, gut. Dennoch. Hast du einen entscheidenden Vorteil. Ich meine, als du gerade den Vanaboris-Titan gemacht hast, waren noch 8 Schreine verbleibend für dich, oder? Ja, irgendwie so. Boah, krass, ey. Wie du innerhalb der kurzen Zeit so viele Schreine geholt hast. Geschweige denn gefunden hast. So, lass es bitte eine Kraftprobe sein. Mäßigung. Das ist keine Kraftprobe. Oh, und ich glaube, ich weiß, was das für einer war. Oh Gott, ich glaube, der war lang. Oh, ich glaube, der hat sich gezogen. Ja, ich... Boah, nee, Alter. Das ist dieser nervige, wo du mit dem Stasis-Modul auf die Kugeln hauen musst. Ja, den hatte ich auch am Anfang, da habe ich auch ewig dran gehangen. Ach du Scheiße. Du musst es aber nur einmal machen. Danach bist du schon fertig. Ja. Also wenn du es einmal geschafft hast, ist durch. Nur ein, warte mal, es gab aber einen zweiten von denen, oder? Nee, aber es gab noch eine zweite Quest da drin, die du aber nur für optionalen Gegenstand machen musst. Wenn du jetzt da bist, wo ich denke, wo du bist. Ja, ja, es ist halt der bei einem Stall. Ja, dann ist das der, wo ich denke, wo du bist. Okay, das war ein bisschen zu kurz. Und ich mache gerade meine ganzen Waffen kaputt, während ich hier gerade stehe. Lol. Ich guck mal in die Truhe. Vielleicht ist da noch eine Waffe drin. Am Ende ist das eh ein Reaktorkern.
Das ist der Eisenhammer. Doch, okay, dann kann man den nutzen. Ich glaube, du musst es sogar mit dem. Ja, du musst dich, aber du solltest, weil der hat eine krasse Haltbarkeit. Yep. Wie ich einfach nicht wirklich was sagen kann dazu, weil ich ja so unfassbar. Ja, ja. Geht mir auch fast so. Na, das war ein bisschen zu hart. Scheiße. Ups, da wollte ich nicht hin. Wo muss ich jetzt nochmal lenken? Hier hoch? Hm. Lass es reichen, Brudineus! Brudineus. Ja! Da muss ich irgendwie hoch. Also würde ich sagen, laufe ich diese Treppe da längs. Ich möchte Revali nicht einsetzen. Ist mir klar, dass ich das. Ups, das könnte. Aber noch nicht. Dann nur im äußersten Notfall. Ja. Um das, um diesen Schrein jetzt mal auch Revue passieren zu lassen und um es mit den Worten von Axel zu sagen. Ja, steck mir den Schein in die Ritze. Mm. Kennst du Axel? Absolut. Also, wenn das den Schrein nicht perfekt beschreibt, weiß ich auch nicht. Oder, ja gut, sagen wir nicht. Besser wäre es, wenn wir sagen würden, ja, steck mir den Schrein in die Ritze. Mm. Absolut. Oh, ich hoffe, oder das Zeichen der Bewährung. Fehler war. Ja. Kennst du Axel, by the way? Nicht hundertprozentig. Der übergewichtige Typ mit der frauenhaften Stimme. Der eine etwas hohe Stimme hat. Ja, es sagt mir was, definitiv. Der nur am Trinken ist. Gesehen, so Twitter-mäßig, Meme. Ja, genau. So, dass der hat ja mal hier und da, ich will nicht sagen Beef mit Tanzverbot gehabt, aber Meinungsverschiedenheiten. Ich meine, heutzutage spannen die meistens YouTube-Zuschauer und Nutzer das Wort Beef auch verdammt breit. Es ist für die halt so ein dehnbarer Begriff. Naja. So, wenn man einen kurzen kleinen Disput auf Twitter hat, ist das schon ein Beef. Klar. Wobei es eigentlich ein Tweet wäre, aber. Wenn man sagt, man hatte Beef. Hm. Ja, genau. Ja, ich verstehe es auch nicht so recht, so wie man da auf einen Beef kommen kann, wenn man mal eine Meinungsverschiedenheit hat, aber ist schon okay. So ist es, ne? So legen das die Kids von heute aus. Die Kids, die Dumbledore davon abgehalten haben, ein Heilmittel gegen AIDS zu finden. So, ich bin jetzt gerade im Stall des Waldes. Und ich glaube, wenn ich mich diesem Turm nähere, bin ich auch schon fast beim Kokiri-Wald, beziehungsweise bin ich nicht sogar schon da? Doch, oder nicht? Doch, oder nicht? Ich weiß es nicht. Das ist gerade so die Frage. Ich weiß, dass es nahe des Kokiri-Waldes, Krogwaldes, sorry, werde ich jemals, ohne mich zu verbessern, Krogwald sagen können? Wir werden es heute wahrscheinlich rausfinden. Jedenfalls, ich weiß, dass es in der Nähe des Turms einen Sumpf gab. Ja, genau. Nur den werde ich jetzt nicht benutzen, wie sehe ich, ne? Also ich werde jetzt nicht über diesen Sumpf hergehen und sagen, ey, den will ich jetzt unbedingt mal ausprobieren. Ich will mich unbedingt an ihm probieren und daran vorbei und mittendurch, nur um zum Turm zu kommen. Könnte ich mal. Ah ja, ich weiß wieder, wie die Route bei den Speedruns war. Ja. Ist das hier der Wald? Nein. Nee, ich glaube, ich bin doch relativ weit noch vom Wald entfernt. Aber müsste, glaube ich, nur diesen Berg hoch und dann bin ich vielleicht sogar schon da. So, Leute, Zeldas Labor. Ich lese jetzt nicht das Tagebuch, das ist mir nämlich relativ wurscht. Ja. Zeldas Labor, oder um es auf Englisch auszudrücken, wenn man Labor mit Labor verwechselt, Zeldas Arbeit. Damals im Englischunterricht als. Was ja nicht mal hundertprozentig falsch ist. Sie hat ja auch gearbeitet. Ja, gut, okay. Im Labor. Ja. Wäre halt lustig, wenn es irgendwie so ein Übersetzungsfehler ist und es ist halt echt Zeldas Labor-Tagebuch, wo sie halt über ihre Arbeit geschrieben hat. Ja, heute Tag 1 meiner Arbeit. Ich war sehr aufgeregt. Wir haben in der Mittagspause über dies und das geredet. Ich hab Juli gegessen, ach so. Ja, oder so. Nee, aber. Vergessen, wie das hier ging. Also man sollte. Sagen wir so, ich habe vergessen, wie die Speedrunner das gemacht haben. Es ist halt lange her, aber ich meine mich zu erinnern,
dass man hier hochgeklettert ist. Ups, aber nur so, dass der Viech mich nicht erreichen kann, logischerweise. Leck mich! Nee, du. Boah, das war gerade, ich war gerade eine halbe Sekunde wahrscheinlich davon entfernt, dass mich ein schwarzer Bockblin von hinten erschlagen hätte. Aber nur fast. Da konnte ich nämlich Revalis wunderschönen Sturm benutzen. Den wunderschönen Sturm? Ja. Nicht den hässlichen zweiten. Nein, nee, natürlich nicht. Ich meine, er ist so voller Anmut und ja. Ja. Definitiv. Wobei er dann wahrscheinlich heißen würde, Revalis anmutiger Sturm. Aber ich glaube, das hätte Revali auch wahrscheinlich in den höchsten Tönen beleidigt, weil er sich denkt, ganz ehrlich, mein Link, ich hasse dich. Erstmal ist es für dich der Wunderschöne, jetzt der Anmutige. Willst du mich irgendwie natzen oder so? Das wird's gewesen sein. So, ich denke und ich hoffe, das ist jetzt hoch genug. Yes, yo. Jetzt lass dir doch bitte der Wald. Doch, ich bin da, okay, direkt speichern. Nee, so wollte ich es jetzt nicht. Ach, Link, du bist ein Hurensohn. Ich meine, du bist doof. Du bist so ein doof, Mann. Ich soll definitiv meine ganzen Titanfähigkeiten vor dem Bossfight noch aufheilen, wo ich übrigens jetzt gleich bin. Ja. So, okay, ich bin gerade mitten im Wald. Und, ich bin gerade mitten vor dem Bossraum. Thronsaal. Ja. Okay, Leute. Wir machen uns bereit, würde ich behaupten. Hä, was? Ich bin doch mit. Ich bin doch in die Richtung des Windes gelaufen. Hä, lol, was? Hä, lol, was? Doch, ohne Witz. Vielleicht war ich ein bisschen zu weit rechts, obwohl ich in die richtige Richtung gelaufen bin. Ja, das kann natürlich sein. Aber ich könnte schwören, dass die Fackel wirklich in westliche Richtung gezeigt hat. Hm. Komm, ein bisschen Fleisch ansammeln, das geht immer. So, jetzt stehe ich hier und muss einfach nur... Ah, ich muss dahin. Aber manchmal bewegt sich aber auch echt die Windrichtung der Fackeln voll behindert, oder? Also manchmal so etwas weiter rechts, manchmal etwas weiter links. Ja, muss einfach oft stehen bleiben. So, wir heben Ganon. Und verdammt nochmal, ich habe schon mal gegen den gekämpft, aber... Naja, ne? Ich sag mal so. Ah, ja. Entweder bin ich blind auf beiden Augen oder einfach nur... Huh! Oder einfach nur blöd. Bring's hinter dich. Oh. Ja, es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Weil ich schon komplett gefickt wurde und jetzt von Mifa Hilfe braucht. Ich meine, er ist zwar zur Hälfte runter, aber... Ja, ja. Hä? Leute. Wie sieht er überhaupt aus, Mann? Das ist irgend so ein... Also, okay. Um nochmal auf das vom letzten Part zu sprechen zu kommen. Aha. Es kann natürlich gut sein, dass es gar nicht richtig Ganon ist in dieser Timeline, wo er schon getötet wurde. Also nach The Legend of Zelda und Zelda 2, sondern dass er... Ja, ich sehe doch nichts, Mann! Er ist schon wieder dieser Kritikpunkt mit der Kamera. Er ist einfach viel zu hoch. Das machen die doch absichtlich. Die so, machen daraus so ein Ego-Perspektiven-Dingens. Ja, so klappt das natürlich. Ja, egal. Irgendwas, was ich sagen wollte, dass das gar nicht Ganon in der Hinsicht ist, sondern es ist einfach nur noch ein... Moment! Es ist einfach nur noch... ein... Moment. Ja, das ist die Zeit. Ich versuche gerade mit der Fackel zu bisschen. Ein Cyber-Ding gar nicht richtig Ganon ist. Ich meine, er sieht aber auch wirklich sehr krass aus. Also so krass hat Gen noch nie ausgesehen. Vielleicht hat er hier und da mal ein paar Leibesvisitationen gemacht und mal sein Aussehen überarbeitet. Aber wenn ich von Gennen höre, so, ne, denke ich immer an den Ocarina of Time Gennen, weil das für mich so der prägnanteste ist. Vor allem, ich fand es auch relativ schade, dass man in diesem Spiel nie die menschliche Form von Ganon gesehen hat. Ja, aber das, naja, es war wahrscheinlich Teil der Story dann. So, ich bin gerade Game Over gegangen, wir machen es nochmal. Ich hoffe, ich spawn vor dem Thronsaal erneut. Ach, lol. Aber er schießt auch oft mit seinen Lasern und so rum, ne? Ja, das war nicht das Schlimmste. Es war eigentlich tatsächlich das Feuer, was mich gekillt hat. Oder generell, dass ich ein bisschen unvorbereitet war. Ich habe ihn nicht so oft gespielt, wie gesagt.
Aber jo, ich bin wieder hier. Ich esse wieder denselben Scheiß. Ups. Ja. Damals, vor einem Jahr, als ich die Strecke zum Kokiridorf noch blind laufen konnte, Alter. Was aber wirklich nervig ist, glaube ich, dass ich jetzt die ganzen Zwischensequenzen nochmal antun muss, oder? Ja, selbstverständlich. Haha. Ach stimmt, wo die vier Recken... Naja, kann man alles skippen, aber es sind halt drei Sequenzen, die man wegskippen muss. Statt das alles zu verallgemeinern und eine Sequenz draus zu machen. Nein, es sind direkt drei. Ja, klar. So, mal gucken, ob es hier im Wald der Crocs noch leckt, also hier im Kokiri-Ding. Hä? Wann und wieso? Wegen des Feuers oder was? Ja. Ich hoffe, es gibt hier eine Statue der Göttin, Alter, im Wald. Ich krieg gar nichts auf die Reihe, Alter. Wieso konnte ich eigentlich bei der ersten Attacke so geil ausweichen und schaff's jetzt nicht mehr? Das ist die Frage des Tages, die es zu beantworten gilt, meine Bruts. Ich kack ab, Alter. Das wird mich so, so viele Stunden kosten. Und ich hoffe, dass dieser Schrein hier im Krogwald nicht allzu schwer ist. Hast du nicht gesagt, es ist eine Kraftprobe? Nee, das war keine Kraftprobe, das war ein Rätsel. Und wenn du da die Lösung kennst, ist das mega easy. Ja, scheiße. Jetzt gerade kenne ich sie nicht. Es sind übrigens noch 9 Minutes bis zum Ende des Parts. Kriegst du bis dahin geschissen, oder? Ich, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich sterbe die ganze Zeit, also, lol. Ach du Scheiße, okay, es ist der Schrein, oh nein. Ja, nimm doch das Schild raus, Mann, was ist das denn? Was nimmt ihr denn nicht das Schild? Nimm dein scheiß Schild, Digi. Ja, jetzt, oder was? Ja, Brudi. Wo es quasi schon zu spät ist. Okay, jetzt Stern. Die Sterne ist der Schlüssel zu deinem Schicksal. Wo sind hier Sterne, Brudi? Ich sehe keine Sterne. Ich sehe alles, aber keine Sterne. Nein, die Pfeile prallen von ihm ab. Was ein Drecksvieh. Huh. Was muss ich denn da machen? Ihm seinen Laser zurückschleudern oder was? Aber ganz im Ernst, Timo, ich habe keinen Bock auf dieses Rätsel. Ja, dann mach's nicht. Nee, ich mach's schon, weil ich... Ja. Ich wüsste nicht, wo ich jetzt auf Anhieb nochmal einen Schrein finde. Und ich habe jetzt auch keinen Safe Point hier. Ich kann mich hier nicht zurückporten, wenn ich den Schrein nicht gemacht habe, also... Nee, der Safe Point ist ja schon längst aktiviert. Hä, wie, was? Ja, du musst nur vorne den Schrein aktivieren, dann ist der Safe-Punkt da. Oh. True. Ja gut, dann porte ich mich zum Samra-Schrein zurück, weil ich habe keinen Bock darauf. Ja, dann nicht. Dabei ist das so einfach. Weißt du nicht mehr, wie man den löst? Da steht die Zahl der Sterne. Guck in den Himmel, die Zahl der Sterne verrät dir die Lösung. Und ich habe Richtung Himmel. Du siehst, wie oft da... Guck mal, das kann ich dir verraten, weil ich gerade keine Lust habe, dass... Ja, jetzt bin ich gerade rausgegangen. Jetzt kannst du mich mal kreuzweise. Du guckst da hinten einfach auf die Anzahl der Symbole und zählst, wie oft sie da sind. Und dann packst du halt an die entsprechende Stelle die Aber Kugel rein. Die Sterne sind für mich oben, nicht irgendwo an der Seite. Hä? Da stand eben, guck auf die Anzahl der Sterne, sie weist dir den Weg, du Hurensohn. Ja, ist ja auch richtig. Ja. Ich verstehe nicht, was du daran nicht verstehen kannst. Also du, Wenn da steht, sieh in den Himmel. Oder guck in die Sterne. Dann gucke ich nach oben, weil die Sterne oben sind. Ach. Aber oben war nichts. Es ist einfach da an der Wand. Du zählst die Anzahl der Symbole. Und ich habe Ferungarnon gerade besiegt. Nice. Jetzt muss ich nur noch diesen großen Part. Ja, wow, das ist ja... Das ist so schwer, Alter. Du musst einfach nur... Ich weiß es nicht. Gut, du hast es noch nie gemacht, aber... Da spiele ich zum ersten Mal gerade. Gut, dann will ich dir auch deinen Blind-Effekt lassen. Nein, also ich kenn's, aber ich spiele es halt zum ersten Mal. Ja. No Spoiler, please, Leute, no Spoiler. In den Kommentaren bitte nicht spoilern. Klimo, Alter, erstmal lesen, Lichtbogen. Der Bogen, den du vor dem Kampf gegen die Dämonenbestie Garnon von Zelda erhalten hast. Wenn der Held ihn spannt, sammelt sich Licht, das die Verheerung bannen kann. Erstmal Tasche öffnen. Erstmal Tasche öffnen und... Dafür hab ich jetzt Platz, ne? War ja wieder klar. Dafür kriegst du extra Platz, ne? Naja, dafür kriegt man extra einen neuen Slot. Ja, wow, aber für so einen scheiß Master... Ja gut, dafür auch. Aber für alle anderen Schwerter und Bögen, nein.
Darfst du nicht. Ja. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich hier noch sterben werde? Laber schneller, Zelda. Bringen wir es zu Ende. Meinst du, diese Sterne an der Wand verraten? Ja, du bist auf dem Podest. Du guckst du geradeaus und schaust an, wie oft ist jetzt das Muster da. Dann siehst du, da wo die verschiedenen Kugeln sind, ist ja auch vorne Muster dran. Und dann ist links und rechts an der Wand sind Fackeln, 1 bis 5. Und dann musst du die Kugel halt in die entsprechende Kuhle packen. Du meinst, diese Sternform, die an der Wand sind, wenn ich gerade Richtung des, ja. Oder ist das hier random, was hier an der Wand ist, diese Sternformen? Ich habe keine Ahnung, ich höre dir gerade auch nicht mehr zu, weil ich gerade bei Ganon Ding, aber eigentlich habe ich dir alles Wichtige erzählt. Musst jetzt nur noch schauen. Ich meine, du hast da das erste Symbol, dieses kleine Ding. Das ist, glaube ich, 5-mal da. Dann packst du es in die erste Kugel. Alter, der hat mich fast platt getragen. Ach. Also diese Dreiecksformen, sag ich jetzt mal, ergibt immer 1 oder was? Es sind ja immer diese 3 Striche. Ah, schieß auf die leuchtenden Stellen! Nein, ich bin... Kai, dein Trick mit Lenk Timo ab ist super. Ja, das mache ich jetzt nicht absichtlich, aber... Hä, was für... Ich schieß doch auf die leuchtenden Stellen, Mann, was ist dein Problem? Ja, jetzt laufe ich hier gerade zu Fuß rum. Ja, ha. Damals ist mir das Pferd da übrigens abgekratzt. Ja, ja. Meins ist auch gerade einfach irgendwo hin. Echt? Ja, halte mal länger durch, Zelda, Mann. Ja, ach, Digga, was sollte das denn? Komm mal her, du scheiß Pferd. Ich rufe dich. Ich check dieses Rätsel halt echt nicht, ne? Alter, Kai, Hilfe, warum? Junge, keine Ahnung. Ich sehe diese Form an der Wand. Die verraten mir aber nichts. Doch, sie verraten dir, wie oft kommt das Symbol vor an der Wand. Ja, was für ein Symbol? Ja, die Sternform. Das sind keine... Das ist behindert. Das ist metaphorisch gemeint. Das sind doch verschiedene Sternbilder quasi. Die Kreise zeigen die Sterne und die Linien. Oh, thank Gott, ich darf hier wieder anfangen. Ich bin übrigens gerade gestorben. Ich achte jetzt nicht mehr auf dich und dein Rätsel, weil ich möchte Garn besiegen. Halt's Maul. Nee, aber... Ja, Also ich hab dir jetzt echt, glaube ich, das Rätsel dreimal erzählt. Wenn erzähl's mir doch viertes Mal. Alle guten Dinge sind... Machen. Also, 1, 2, 3. Also, keine Ahnung. Du hast es doch schon mal gelöst. 1. Hast du da einfach blind rumprobiert? Ich hab das gegoogelt, Alter. Ja, Google halt nochmal. Ja, das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich dachte, dass es erlaubt ist. So, was muss ich denn jetzt hier machen? Also eigentlich muss ich die leuchtenden Stellen treffen. Ja, ich sehe die leuchtenden Stellen. Zelda, ich bin nur gerade hinten an seinem Arsch. Ja, warum sind die leuchtenden Stellen denn nur auf der einen Seite? Hä? Ja, das schaffe ich doch schon wieder nicht. Ja. Ich kann jetzt gerade nur raten, ne? Oder mir das irgendwie erschließen oder so, aber das ist wahrscheinlich falsch. Guck doch hin, Kai! Du hast hinten an der Wand hast du diese kleinen Sternsymbole. Meinst du ganz hinten oder hier direkt im Vorraum? Nein, ganz hinten. Da ja toll, da guck ich ja nicht hin. Aber genau darum geht's doch. Da hinten sind Symbole dran, auch doppelt. Und dann musst du schauen. Dann schaust du hin, wie oft dieses kleine Symbol da ist. Eins. Also ich kann nicht checken. Ich hab's jetzt verstanden, aber das ist doch trotzdem voll behindert. Natürlich. 1, 2, 3. Jetzt habe ich den Lichtbogen nicht ausgerüstet. 5. WTF? Nee, kannst ich habe ihn nicht mal eingesammelt. Besiegen? Ist das dein Ernst? Ich dachte, ich zähle einfach nur anhand der Symbole im Vorraum ab. Hey, so okay. Nein. Das ist halt so ein. Das ist halt so ein dreiecksmäßiger Strich so. Okay, 1. Ich habe einfach die Striche da gezählt. Ja, nein, du sollst hinten an der Wand die Symbole zählen. Wie oft kommt es vor? Ja, das habe ich jetzt auch verstanden. Vorne, okay, das kleine Symbol hinten an der Wand kam 5-mal vor. Dann packe ich vorne, wird das Symbol nochmal angezeigt. Und dann packe ich es in die 5. Also da, wo die Fackeln 5-mal am Rand sind. Ja. Das ist das entsprechende Ding. So, da haben wir dieses... Ja, Zelda, sorry, entspann dich. Ich musste Karl gerade einen Schrein erzählen, den er eigentlich gar nicht mehr lösen muss, weil ich gleich gewinne, aber... Kein Problem, Kleber.
Vielleicht hat das jetzt endlich gerafft. Ja, vielleicht habe ich das. Dann habe ich noch gewonnen, wenn ich diesen Schrein vor deinem Sieg schaffe, oder? Ja, darauf können wir uns einigen. Nee, können wir nicht. Doch. Weil das wirst du, jetzt wo ich es dir verraten habe. Ja, gut, ich muss trotzdem noch die Scheiße abzählen. Ich bin sowas von bereit, Zelda. Lass die Symbole erscheinen, danke. Hä? Ja. Rüste doch den richtigen Bogen aus. Oh, es ist doch zu kotzen, Mann. Was ist das für eine verdammte Stelle? Okay, das kommt zweimal vor, glaube ich. Also, wenn das jetzt nicht die richtige Lösung ist, dann leck mich, Spiel, Alter. Das muss doch jetzt richtig sein. Ja! Meine Fresse! Durch Googlen hätte ich es schon vor 10 Minuten rausgefunden. Aber egal. Ja, Kleda, dann... immer schwächer. Hätte ich das hier wohl gewonnen? Was für eine bizarre Situation, weißt du? Ich mach gerade gar nicht und erkläre dir nebenbei so ganz entspannt ein Rätsel. So ganz... As if it was nothing. Ich fand das so witzig gerade. Oh, Junge. Also, wenn während du gerade so alles am Regeln bist, dem war wahrscheinlich noch gerade... mit irgendeinem, keine Ahnung, mit irgendeinem Typ auf Twitter schreibst oder sowas nebenbei, so mit der Hand, bedienst du mal gerade mit einer Hand noch den Controller und erklärst mir gerade das Rätsel. Ja, definitiv. Aber Kleda, noch eine kurze Frage. Ja. Gibt es hier beim Kokiri-Wald noch eine Statue der Göttin? Ich habe keine gefunden. Ich bin nach Kakariko, habe ich mich gebeamt. Boah, ist das behindert. Die Stelle kann sein, dass da eine ist und ich sie nicht gesehen habe. Ja, ich hoffe, ich finde sie jetzt. Ja, was für schnell, beeil dich, Zelda. Ich schieße die ganze Zeit auf dieses verdammte... Es ist weg. Was zur Hölle, als ob das getroffen hat, aber die vorherigen 3000 Sachen nicht. Ja, er windet sich vor Schmerzen. Ich muss jetzt gleich ganz nach oben, ne? Meine Fresse. Nee, unter seinem... Da war, glaube ich, noch eins. Direkt unter ihm. Oh, lol. Das war vielleicht nicht so schlau, jetzt schon da längs zu gehen. Kann man eigentlich während des Kampfes gegen Dämonenbestia, also gerne noch einfach abhauen und sagen, ich mache jetzt noch einen Turm und schreien? Nee, ich glaube, das ist ein festgelegtes Gebiet. Ah, schade. Es wäre witzig so. Ja, die wütet darum, ist mir egal. Ja, jetzt ich. Alles klar, nice. Ach, meine Fresse. Werde ich das Masterschwert noch aus dem Stein ziehen können, bevor Kleda den entscheidenden Schritt wagt und Garnon endlich mal besiegt, damit das Race auch mal ein Ende findet, hier nach 30 Parts oder so? Ich sehe mir Garnons Kopf an. Hm. Oh, da leuchtet es. Oh, was für eine Überraschung. Vielleicht schieße ich da mal einen Pfeil drauf. Vielleicht ist das die Lösung des Problems. Ja, man weiß es jetzt nicht. Hoch oder was? Ah, da! So, wie viel hast du denn schon von der Lebensleiste abgezogen? Fast alles. Mir fehlt nur noch der letzte entscheidende Treffer. Wow, okay. Ja, das ist doch schon mal, toll. Ja, aber wahrscheinlich sterbe ich gleich nochmal, weil er mich ja jetzt die ganze Zeit abballert! Ich bin nochmal gestorben. Ja! Musst du jetzt mal den ganzen Kampf machen oder? Ja. Also auch den. Also mit dem Rumreiten, den Kampf mit dem Rumreiten. Ich bin ja eben schon einmal gestorben, ich weiß, da bin ich voll Bescheid. Also ich hoffe, ich muss nur. Oder vielleicht hat er sogar jetzt noch einen besseren Fortschritt. Dann ist noch Zeit für das Masterschwert, meine Brutz! Ja, du hast auch noch Zeit zum Schloss zu gehen und versuchen, mich einzuholen. Mhm. Gucken wir mal. Also dann wäre es aber auch echt. Dann ist es aber dann am Ende nochmal knapp geworden, muss ich sagen. Mhm. Ja, theoretisch könnten wir auch jetzt noch mal ein Part beenden. Weil nee, das ziehen wir jetzt so durch. Komm. Oder wollen wir? Ja, komm, wir machen jetzt mal. Ich weiß halt nicht, wie oft ich sterbe, weil ich bin schon wieder gestorben. Drücken Sie auf Pause, mein Bruder. Wobei, ja, ich bin gerade im Game-Over-Menü. Ja, ich bin auch gerade im Ladescreen, lol. Ich bleib jetzt hier kurz und sag, beim nächsten Mal versuche ich das noch mal. Also, von wegen, das ist die einfachste Stelle mit. Man muss ja nur noch rumreiten. Ja, ich bin es ist ja so, aber... Bei der Verheerung. Ganz ehrlich, also in meinem Playthrough, das kann man ganz einfach nachgucken. Ich bin einfach zu nah an das Bein von Ganon gelaufen und mein Pferd ist direkt gestorben, Alter. Geiler Typ. So, natürlich kommt jetzt noch der Blutmond. Man kennt ihn doch sicherlich, Alter. Ich habe genau in diesem Race genau zweimal die Blutmond-Sequenz getriggert. Oh, das ist einmal öfter als ich. Also bist du eigentlich der Geheime, der Richtige, der Gewinner der Blutmonde. Ja. So, wie sieht's aus? Part beenden, ja, nein? Ja, Part beenden. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal, zum vielleicht letzten Part. Vielleicht komme ich nochmal an Kleda ran. Mal gucken. Hauen Sie rein. Ciao. Und bye.